Bunt, fröhlich, vielseitig. Vom 14. bis 16. Juni lockte der 36. Tag der Niedersachsen viele Menschen aus ganz Niedersachsen nach Wilhelmshaven. Bei der feierlichen Eröffnung waren Ministerpräsident Stefan Weil und die niedersächsischen Ministerinnen und Minister natürlich mit dabei. Musik, Spiel und Spaß sorgten für eine super Stimmung. Verschiedene niedersächsische Vereine, Verbände sowie Organisationen boten den Gästen ein buntes Programm. Von Sport und Technik bis hin zu Natur, Umwelt und Kirche. Für Jung und Alt gab es allerhand zu erfahren und zu erleben. Der Tag ist immer was Besonderes, weil er die Vielfalt Niedersachsens repräsentiert. Wir alle wissen, dass es ein ganz vielfältiges Land ist, aber hier sieht man es dann auch nochmal und es ist eine wunderbare Gelegenheit, mit ganz vielen verschiedenen Leuten ins Gespräch zu kommen. Wir sind als Sozialministerium hier auch gerne da dabei und natürlich ist Ehrenamt natürlich ein Thema. Wir haben eine Seniorenkampagne über 60, die auch alle darstellen soll, wie bunt und wie vielfältig die Seniorenarbeit ist. Und wir sind natürlich mit Themen wie Integration, Inklusion, Kinderschutz mit all der ganzen Vielfalt meines Hauses dabei. Wir sind hier in unserem Zelt, Sozialministerium Zelt, besonders für das Thema Integration zuständig. Wir haben unsere Vertreterinnen und Vertreter aus dem Netzwerk Kooperative Migration und Arbeit Niedersachsen eingeladen. Dazu gehört zum Beispiel Niedersächsischer Flüchtlingsrat, Kolleginnen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Wir haben ganz viel Publikumslauf gehabt und freuen uns auf jeden Fall noch mit vielen, vielen bunten Menschen auch ins Gespräch zu kommen. Die Stimmung ist gut. Wir freuen uns, hier dabei sein zu können. Wir werben für den Aktionsplan Inklusion des Landes Niedersachsens. Den gibt es jetzt auch ganz neu in leichter Sprache. Und ansonsten informieren wir über Budget für Arbeit, also Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen in Arbeit zu kommen. Und ganz toll, hier an der Seite haben wir die Shitshow, eine Ausstellung über Scheißgefühle, um den Bereich seelische Behinderungen von Gefühlen mal genauer zu beleuchten, weil das oft gar nicht so im Fokus ist. Und das wird sehr gut angenommen, weil man es einfach ausprobieren kann, ne, mit dem Würger, die Glocke, also viele Sachen, die einem zum Beispiel den Hals ein bisschen zustören, dass man merkt, ja, wie das so ist, wenn man sich scheiße fühlt. Wir bieten hier viele Möglichkeiten, sich zu orientieren. Wir haben ein Zelt vom Landesseniorenrat mit dem örtlichen Seniorenbeirat aus Wilhelmshaven dabei. Wir können die Freiwilligenagentur aus Wilhelmshaven anbieten. Wir haben technische Assistenzsysteme, die wir hier beantworten können. Selbsthilfe wird dargestellt. Also ein buntes Spektrum verschiedenster Ansätze. Wir zeigen hier das Thema Verbraucherschutz. Wir sind eine Behörde, die sämtliche Dinge des täglichen Bedarfs prüft, angefangen von Textilien auf schädliche Inhaltsstoffe, Kinderspielzeug auf schädliche Inhaltsstoffe, elektrische Geräte auf richtige Labelung und thermischem Widerstand. Und das hat den Sinn, dass der Bürger eben auch seine Rechte kennt und seine Ansprüche kennt und weiß eben, wie die Dinge beschaffen sein müssen. Ja, alles, was wir mit den Dingen, denen wir umgehen. Informieren wir über das Thema Zecken. Da geht es um die Erkrankungen, die durch Zecken übertragen werden. Das ist zum einen die FSME, Frühsommermeningoenzephalitis, und die Borreliose. Und wir beantworten da sehr viele Fragen von Bürgerinnen und Bürgern zu diesem Thema. Wichtig ist Absuchen nach Zecken. Und ein weiteres Thema, was wir hier am Stand haben, das sind die Blaualgen. Da Blaualgen treten ja gerade im Sommer immer wieder in Gewässern auf, dann werden Badeverbote in dem Fall ausgesprochen. Bis jetzt sieht es noch ganz gut aus in diesem Jahr. Wir haben relativ wenige Seen, die von Blaualgen betroffen sind. Einzelne Stellen gibt es immer wieder, aber wie gesagt, im Moment ist alles noch sehr gut. Der Tag der Niedersachsen war auch dieses Mal ein wahrer Kulturbotschafter. Hier bei uns lässt es sich eben gut und gerne leben.